Also, meine Damen und Herren, wieder mal Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Rätselbild aus dem New England Journal, es geht um einen 30-jährigen Mann. 15 Monate lang hat er Oberbauchbeschwerden. Er wohnt im ländlichen Marokko, wo man ab und zu Kontakt mit Hunden hat. Das soll es in Berlin auch geben. Jetzt kommt er rein und hat eine große Leber und eine Bildgebung ist hier gemacht. Es wird uns auch erzählt, er hat keine Eosinophilie. Und wir sollen sagen, was dies ist. Und was wir hier in diesem CT-Bild sehen können, ist dieses, hier ist die Leber auf der rechten Seite, die ist natürlich vergrößert und dieses riesige zystische Gebilde sieht aus wie eine einzelne Zyste. Die ist ziemlich homogen, natürlich anders als das Leberparenchym, als wäre eher wasserlösliches Material hier drin. Und dann sind diese fadenförmige Sachen, keine Ahnung, mir fallen auch keine Würmer ein, die so aussehen würden. Und wir sind jetzt gefragt, was soll es sein? Na, hepatisches Karzinom halte ich für unwahrscheinlich. Hepatitis passt auch nicht. Cholangitis passt eigentlich auch nicht. Die einzigen zwei Sachen, die passen, sind diese beiden Parasitenerkrankungen. Amoebiasis, was natürlich Leberzysten machen kann, auch ganz große, oder Echinococcus, was auch dafür bekannt ist. Was mich stutzig gemacht ist, dieser Patient soll keine Eosinophilie haben. Einzelzeller erzeugen keine Eosinophilie. Das heißt, Amöben würde ich nicht denken, machen eine Eosinophilie. Echinococcus würde ich schon denken, die machen eine Eosinophilie. So, ich habe die Amöben ausgesucht und lag natürlich falsch. Also die Antwort ist Echinococcus, was ich nicht gewählt habe, weil keine Eosinophilie ausdrücklich hier vorhanden war. Und wir gucken uns jetzt diese Sachen mal an. Amöbenruhe ist häufig, kommt wahrscheinlich auch in Marokko vor, kann auch riesige Lebergebilde machen wie dieses Bild hier, was meines Erachtens auch im CT-Bild nicht so unterschiedlich aussieht. Sollte keine Eosinophilie machen und die Beschwerden und die Langwierigkeit des Krankheitsbildes sind ähnlich wie beschrieben. Jetzt Echinococcus, das ist natürlich der Hundbandwurm. Der Mensch ist hier ein Versehenwirt. Es wird dann verbreitet durch Hundekot, was man eigentlich nicht berühren sollte, außer man macht es jetzt in der Plastiktüte, was eine anständige Tat ist. Und dann soll man sich die Hände waschen. Und wenn man das nicht macht, dann kann man Echinococcus-Zysten kriegen, wo der Mensch dann eigentlich inzwischen Wirt ist. Jetzt in den Fallberichten, die mir bekannt sind, sollten die Leute mit Echinococcus-Zysten, und hier wird hier einer gerade chirurgisch entfernt, haben eine Eosinophilie. Das war bei diesen Patienten nicht der Fall. Und was der Lebenszyklus ist von diesem Hund-Bandwurm und wie der aussieht und der Mensch als Zwischenwirt, wenn er mit Hundekot in Berührung kommt, wird hier auch zusammengefasst. Jetzt das nächste Thema im New England Journal. Und ich weiß, ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, aber weil dies so ein unglaubliches medizinisches Gesundheitskatastrophenproblem ist in den USA, wollte ich es anschneiden. Im New England Journal Heft werden ja immer Fragen am Ende des Hefts gestellt und hier geht es auch um diese Sachen hier. In den 90er Jahren, bin vollkommen unschuldig, da hatte ich das Land schon verlassen, hat die amerikanische Schmerzgesellschaft, die haben natürlich keine eigenen Interessen, eine Schmerzskala zu dem sogenannten fünften vitalen Zeichen erklärt. Und die anderen vier sind Herzgeschwindigkeit, Körpertemperatur, Atemgeschwindigkeit und Blutdruck, die können alle sehr quantitativ und wiederholbar gemessen werden. Um Schmerzen festzustellen, haben die Amerikaner den Dolorimeter erfunden. Und das geht so, man guckt diese Gesichter hier oben an und dann wird man von der Schwester gefragt, wie geht's Ihnen denn heute? Und man antwortet mittelprächtig, dann ist man automatisch auf 5. Es ist kaum vorzustellen, aber die Gesundheitszuverfügungssteller im Englischen Providers sind dann angefordert, dies universal zu machen und als fünftes vitale Zeichen zu erklären. Und in 2001 hat die Joint Commission, das ist irgendeine Behörde, die das alles, dies
zwangsgemäß eingeführt für jedes Krankenhaus im Lande. Jetzt, ich habe Holland besucht vor etwa 9 Monaten und habe dann einen Vortrag gehalten und durfte mit den Assistenten Visite machen. Die Holländer machen dies auch. Und bei jedem Patienten wird dann, wenn Blutdruck gemessen wird und Körpertemperatur, wird auch diese dolorimetrische Schmerzskala hier angesprochen. Und wenn man eine 5 ist, dann müssen die Schmerzen selbstverständlich gelindert werden oder man ist vielleicht haftbar. Jetzt, das Medikament, was hier angewendet wird, ist Oxycodon, was in 1916 in Deutschland entwickelt worden ist, weil die Deutschen nicht Zugriff hatten auf Morphium wegen der englischen Seeblockade. Dies wurde vermarktet von der Firma Merck als Oikodal. Und das führte in den 20er Jahren schon zu Oikodalismus. Und der berühmteste Oikodal-Patienten ist hier abgebildet, der von seinem Leibarzt Theo Morell jeden Tag dies intravenös gespritzt bekam, wenn er jetzt nicht gerade Methylamphetamin verlangte. Das hat natürlich Folgen gehabt. Und in Amerika ist das nicht anders. Und man versucht jetzt, die Millionen von Drogensüchtigen in den Vereinigten Staaten umzustellen auf Buprenorphin oder Methadon, weil die Folgen von diesen beiden Opiaten weniger kompliziert sind als von Oxycodon. Und hier sind sie abgebildet und darum geht es hier. Na, in 2016 gab es 42.249 Opioid-Todesfälle wegen Überdosierung. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs von der Anzahl von Drogensüchtigen, die sich da befinden. Und das waren 28% Vergrößerung von dem Vorjahr. Jetzt, was in 2017 passiert ist, wissen wir noch nicht. Und was in 2018 passieren wird, können wir auch nicht sagen. Aber man ist auf die Idee gekommen, es sollen doch die Hausärzte, die hießen früher Physician, jetzt heißen sie Primary Care Provider, das wäre im Deutschen primäre Versorgungszuverfügungsteller, die sollen doch bitteschön jetzt diese Patienten mit Buprenorphin behandeln. Aber die haben auch wenig Bock, mit diesen Drogensüchtigen umzugehen. Und was wir hier beobachten können, ist zwischen 2006 und 2016 ist die Verschreibung von Buprenorphin stark rückfällig geworden, wobei das von Methadon sowieso beinahe auf Null lag und ungefähr gleich geblieben ist. Also wer soll die Leute behandeln? Nämlich die Anzahl von ausgebildeten Drogensüchtigen Versorgungszuverfügungsteller ist relativ gering und die Hausärzte scheinen nicht großes Interesse an diesem Problem zu haben. Patienten sind auch schwierig und rückfällig und das ist alles ein ganz großes Problem. Also dies ist kein Witz. Und dann werden auch Sachen über Buprenorphin dargestellt. Und was wir hier sehen können, ist, dass die Vorstellungen von der Ärzteschaft in den USA über Buprenorphin sind überwiegend falsch. Auch ist die Vorstellung falsch, dass eine Detoxifizierung von Opioid-Süchtigen, das heißt, man schickt die in die Reha und die haben dann Entzugsprogramm und machen Wasser, was weiß ich alles, und um sich der Droge zu befreien, das funktioniert so gut wie nie, was ich nicht wusste. Und die Idee ist, man muss diese Leute jetzt auf Buprenorphin oder Methadon umstellen und dann müssen sie das nehmen für ihr ganzes Leben, genau wie sie ein Statin schlucken müssten, wenn sie einen Herzinfarkt gehabt haben oder blutdrucksenkende Mittel oder ähnliches. Also das ist ein ganz großes Problem und ich habe es hier geschildert. Es ist eigentlich eine gesellschaftliche Katastrophe. Und wenn wir uns vorstellen, da haben sie auch Daten gezeigt, könnten wir das in die übliche Versorgung hier umstellen, haben sie einfach 10 Fälle per Zufall ausgesucht und was hier in Rot ist, ist die Zunahme von Opioiden. Wenn es dunkelrot ist, dann kommt es von Dealer, wenn es nur hellrot ist, dann kommt es von der Ärzteschaft. Und wenn man die Leute auf Buprenorphin umstellt, na, ich finde dies nicht ermutigend. Bei ungefähr 2, 3, 4 Patienten
bleiben die dann auf der schwarzen Linie und nehmen diese anderen Drogen nicht, aber die anderen sind entweder rückfällig oder interessieren sich gar nicht für diese Behandlung. Wie man damit fertig werden soll, weiß ich auch nicht. Und Methadon darf nur in bestimmten Zentren, Entzugszentren, und wir haben ja schon gesehen, dass die sinnlos sind, verschrieben werden, und ein normaler niedergelassener Arzt darf das nicht durch die Entscheidung des Gesetzgebers. Und die Autoren von diesem Artikel würden das gerne ändern. Das war's für dieses Thema. Jetzt wird's noch spannender. Es geht um Transthyretin. Das ist ein Transportprotein, das Schilddrüsenhormon und Retinol rumschleppt, und es existiert als ein Tetramer. Und wir haben zwei Gene, um dieses zu produzieren, Allel 1 und Allel 2. Und es geht hier nicht um Schilddrüsenhormone und Retinol. Es geht eigentlich darum, wenn eines dieser Gene mutiert ist, dann führt das zu erheblichen Problemen. Und das sind bekannte Mutationen, die hierfür verantwortlich sind. Nämlich dann ist diese Tetramere instabil und sie bricht auseinander und die einzelnen Bestandteile bilden dann Fibrillen und das führt zur Amyloidose. Und bei dieser Transthyretin-Amyloidose ist die Klinik, es geht überwiegend, dauert Jahre, aber es geht überwiegend um Polyneuropathie, was ganz schrecklich ist, Leberamyloidose und Herzmuskelschwäche. Und die Leute sterben daran. Dies ist nicht sehr häufig, aber wir haben es in unserer Klinik auch erlebt, bei Patienten, die reinkommen mit diastolischer Herzinsuffizienz, sollte man dran denken. Und es geht um eigentlich eine Gentherapie, das ist eine Antisense-Strategie, um das mRNA von Transthyretin so zu gestalten, dass es auseinandergeschnippelt wird und das Protein nicht bildet. Nämlich anscheinend kann man auch ohne diesen Transport Protein eigentlich über die Runden kommen oder man sollte es unterdrücken. Und da sind es geht hier um zwei Studien. In dieser ersten heißt dieses Antisense-Oligo Inotersin. Inotersin ist angewendet worden bei 112 Patienten und Placebo bei 60 Patienten. Ist eine randomisierte, kontrollierte prospektive Studie. Und Patienten sind rekrutiert von überall. Es geht um, man hat dieses Krankheitsbild für über Jahre und es geht hier um Leute, die sind schon beinahe Anfang 60. Männer und Frauen sind beide betroffen, überwiegend Kaukasier, obwohl es in anderen ethnischen Gruppen auch vorkommt. BMI spielt nicht die Rolle. Die häufigste Mutation ist eine Valin durch Methionin-Austausch, die hier stattfindet, und hier ist andere klinische Informationen, also diese Gruppen sind vergleichbar. Jetzt, wie soll man das bewerten? Nämlich wir wissen, dass Amyloid sehr unlöslich ist und das auseinanderzubrechen passiert so gut wie nie. So, was wir hier anstreben, ist, dass die Krankheit nicht schlechter wird. Und um dieses zu definieren, sind hier zwei Skalen, die die Schwergradigkeit der Neuropathie beurteilen. Eines hat die Abkürzung MNIS plus 7. Das ist die Modified Neuropathy Impairment Score 7. Und dann gibt es noch eine andere, die auch bei der diabetischer Nephropathie angewendet wird. Norfolk Quality of Life Diabetic Neuropathy Questionnaire. Also das waren die Endpunkte. Jetzt zu den Daten. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich, die Placebo-Gruppe wird ständig schlechter und die Inotersin-Gruppe bleibt ungefähr gleich und wird nicht schlechter. Das wird schon gewinnen, dass man diese Krankheit dann in einem gewissen Alter abbremsen kann, sodass diese Leute vielleicht nicht herzinsuffizient werden und dass sie noch weiter gehfähig sind und so weiter. Das ist schon positiv. Dann gucken wir Nebenwirkungen an von Inotersin. Das hat mich ziemlich irritiert. Ein Patient hat eine intrakraniale Blutung gekriegt wegen Thrombozytopenie. Und Thrombozytopenie war ziemlich häufig und keiner weiß warum. Nämlich Transthyretin hat nichts mit Plättchenfunktion zu tun.
Und es gab auch 3 Fälle in 112 Patienten, fand ich das ziemlich viele, von Glomerulonephritis. Und man weiß auch nicht genau, warum das zustande gekommen ist. Dann gab es eine zweite Studie. Anderer Wirkstoff, selbe Strategie, mRNA zerfesseln, sodass es abgebaut wird. Und dieses Zeug heißt Patisiran. Diese Studie, ungefähr von der gleichen Größe, Patienten phänotypisch, sehen die ähnlich aus wie in der ersten Studie. Endpunkte, wieder mal diese Skalen von Neuropathie. Aber in dieser Studie wurden auch ein paar andere Sachen gemessen. Hat mir ein bisschen besser gefallen. Die haben wenigstens Serum-Transthyretin-Spiegel gemessen und die sausen 75% ab. Das ist schon ein gutes Zeichen. Das heißt, das Zeug wird tatsächlich viel weniger produziert. Und diese Neuropathie-Skalen, sehen wir, dass die Placebo-Gruppe schlechter wird und die behandelte Gruppe wird vielleicht sogar, können wir sich vorstellen, ein bisschen besser, aber wird wenigstens nicht schlechter. Und das kann man dann hier in dieser unteren Skala auch genauer auswerten. Und das ist auch gemacht worden. So die Ergebnisse von diesem Wirkstoff sind ähnlich wie bei der ersten Studie. Was mir auch ganz gut gefällt bei dieser Studie, hier können wir sehen, was ist denn in Wirklichkeit passiert. Und in der Placebo-Gruppe sind alle Leute schlechter geworden in dieser Neuropathie-Skala. Und in der behandelten Gruppe ist ungefähr ein Drittel schlechter geworden und 2 Drittel haben sich tatsächlich, sind stabil geworden oder sind etwas besser geworden. Das würde darauf hindeuten, dass dieses Präparat hat ungefähr 60% der Leute wirklich geholfen und die anderen 30% sind eigentlich nicht geholfen worden. Und sekundäre Endpunkte, da sind andere Behinderungsskalen und wie weit man in 10 Minuten gehen kann, das war auch besser, das war auch statistisch signifikant. Dann hat man den Ernährungszustand, Modified BMI, das ist der übliche BMI, aber wird Serum-Albumin-Spiegel noch reingerechnet, was dann besser wird in der behandelten Gruppe, das ist auch besser geworden. Und kardiale Funktion ist ein bisschen schwer zu beurteilen, aber wenn man beide Augen zumacht, sieht das, könnte man sich vorstellen, ist vielleicht auch ein bisschen, wenigstens auf alle Fälle nicht schlechter geworden. Und Nebenwirkungen, keine Thrombozytopenie und keine Glomerulonephritis. So, ich glaube, Patisiran ist eine bessere Option als der erste Wirkstoff. Jetzt fassen wir zusammen, man hat 2 Allele von dem TTR-Gen und mutiertes TTR führt zu diesen roten Bändern. Und das bedeutet, dass ein Tetramer dann gebildet wird, wenn er 1 von diesen Dingern hat oder 2 oder sogar 4, dann fallen diese Dinge auseinander und Amyloid-Fibrillen werden dann hergestellt. Man kann das vermeiden mit Inotersen, bindet hier am mRNA, dann wird dieses Zeug degradiert. Dieses andere Wirkstoff, ähnliches Prinzip, aber bindet an einer anderen Stelle, führt im Prinzip zu das Gleiche. Und dieses ist dann eine Gentherapie für diese Form von Amyloidose. 60% der Leute kann man damit rechnen, dass die tatsächlich besser werden. Aber da man sonst für die Nullbehandlung hat, wäre das schon ein Gewinn. Fand ich interessant. Dann, dies wirft mich um. Leute werden ja schwanger seit Millionen von Jahren. Und in den letzten 100 Jahren wäre es mir eingefallen, dass irgendjemand in der Geburtshilfe vielleicht Plättchen an diesen Frauen messen würde, um zu sehen, was passiert mit Plättchenzahl während der Schwangerschaft. Anscheinend mussten wir warten, bis irgendwelche Geburtshelfer von dem Bundesstaat Oklahoma, nicht gerade der fortgeschrittenste Bundesstaat, den wir in den USA haben, haben die dann Plättchen gezählt bei diesen Schwangeren. Und was wir hier erkennen können, ist, die Plättchenzahl fällt von 250 1000 etwas ab und nach der Entbindung geht es wieder hoch. Und das ist im Prinzip der Inhalt von dieser Studie. Und wir können uns dann Details angucken und was für Patientinnen das alles waren und die Weißen und die Schwarzen und die Hispanics und was es sonst noch gibt. Bei allen war das so der Fall. Und dann können wir die Plättchenverteilung uns angucken bei Nichtschwangeren im ersten Trimenon und bei der Entbindung. Und wir sehen hier 3 Verteilungskurven, die werden dann nach links verteilt. Und was ist die Bedeutung davon? Eigentlich, wenn die Plättchenzahl über 100.000 bleibt, wäre ich nicht
gesorgt. Aber da sind natürlich schwangere Patientinnen, die Thrombozytopenie entwickeln, das klinisch wichtig ist. Und auf die müssen wir aufmerksam sein. Also wenn unter 150.000 sollte man sich vielleicht gucken, ob da paar Leute mit SLE oder HIV-positiv oder Immunthrombozytopenie oder HELLP-Syndrom oder Diabetes oder irgendwas anderes. Diese Tabellen habe ich im Supplement gefunden. Sollte man dann darauf aufmerksam sein und die dann entsprechend versorgen. Also jetzt wissen wir Bescheid über den Plättchen in der Schwangerschaft. Nächstes Thema. Dies ist furchtbar. Dies ist Pocken und ich habe noch nie einen Patient gesehen mit Pocken, Gott sei Dank, und keiner von uns hat je einen gesehen. Und so sehen die aus. Jetzt vor etwa 15 Jahren ist Pocken verschwunden. Dies ist Variola-Virus. Es ist ein doppelstrangiges, großes Virusteilchen, wie hier gezeigt. Und was einzigartig ist bei dieser bei diesem Ausschlag ist der ganze Körper ist involviert und die Pusteln sind alle im gleichen Alter. Das ist anders als bei Windpocken oder andere Pockenerkrankungen, wo es meistens zentral ist. Die Pusteln sind von unterschiedlichem Alter und nicht so in der Peripherie sieht die Arme von diesem armen Mädchen und die Dinger sind alle gleich alt. Und 70% von Leuten sterben, wenn sie dies entwickeln. Und die anderen sind fürs ganze Leben lang gebrandmarkt. Und dies ist eine schreckliche Erkrankung. Jetzt nur der Donald und der Wladimir verfügen über Pocken. Und weiß der Teufel, was die machen können. So müssen wir uns überlegen, ob man Pocken behandeln könnte, falls das jetzt in irgendeiner terroristischen Aktionen wieder auftritt. Darum die Entwicklung von Tecovirimat. Und Tecovirimat blockiert die zelluläre Verbreitung von diesem Virus und könnte dadurch das Krankheitsbild aufheben. Und wie kann man das testen? Na, man kann jetzt nicht Pocken induzieren. Variola ist spezifisch für einen Menschen, aber es gibt auch Pockenformen, sehr, sehr ähnlich, aber Menschen werden nicht davon betroffen. Arme Äffchen und Häschen werden aber davon betroffen. So hat man mit Tecovirimat Affen und infizierte Affen und Kaninchen behandelt, um zu sehen, ob Tecovirimat diese Form von Pocken bei diesen Tierarten aufheben würde. Und Tecovirimat war total wirksam. Dann hat man eine viel größere Dosis, also wir sehen hier Non-Human Primates, Pharmakokinetik ist hier gemessen worden und den Kaninchen und so weiter. Tecovirimat ist viel besser als Placebo. Ich hoffe, Sie sind überzeugt. Dann hat man bei Menschen eine viel größere Dosis, 600 Milligramm zweimal am Tag von diesem Wirkstoff verabreicht. Die sind natürlich nicht mit Pocken infiziert worden, das darf man nicht machen, aber man wollte die Pharmakokinetik und die Verträglichkeit, die Sicherheit von diesen Präparaten bei Menschen testen. Das hat man auch gemacht und die Nebenwirkungen waren, hier sind die Leute, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, um dieses Zeug zu schlucken. Sie haben auch manche Placebo gekriegt, also 449 Leute sind hier untersucht worden. Und die Nebenwirkungsrate war null. Das ist schon ein gutes Zeichen. So, Tecovirimat könnte eingesetzt werden. Dieses ist auch ein Zulassungsversuch. FDA würde nicht erlauben, dass man tatsächlich eine Impfstudie oder eine Währungsstudie macht mit menschlichen Pocken. Stehen ja nur sowieso der Donald und der Wladimir zur Verfügung von diesem Material. Aber die Hoffnung deutet, dass man einen Wirkstoff hat, der gegen Pockeninfektionen hilfreich sein könnte. Nächstes Thema ist Carbozantinib. Und das ist eine Tyrosinkinase-Hemmer, gerichtet gegen VEGF. Das ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor.
Und diese anderen beiden, Tyrosinkinase, Axel kenne ich und MET kenne ich nicht, aber diese drei Kinasen werden gehemmt durch Cabozantinib. Und alle drei spielen eine Rolle bei progressiven hepatozellulären Karzinom. Die Aussichten von diesen Patienten sind ziemlich schrecklich und die man versucht, etwas zu entwickeln, was vielleicht diesen Patienten helfen könnte. Hat auch gelungen. Hier ist wieder mal so eine bananeformige Kurve. Nach 36 Monaten ist die Chance, dass man weiter überlebt, null. Aber nichtdestotrotz ist die rote Linie statistisch signifikant besser als die blaue Linie. Ganz überzeugend ist das nicht, aber was gibt's denn sonst? Und Cabozantinib hat progressionsfreie Intervall auch bei diesen Patienten mit diesem hepatozellulären Karzinom verbessert. Und hier können wir uns unterschiedliche Untergruppen angucken und Overall Survival sieht vielleicht nicht 100% überzeugend aus, aber progressionsfreies Intervall ist schon besser. Und Nebenwirkungen gab es und Erythrozytenproduktion und Funktion von anderen Enzymen und Müdigkeit und Patienten kriegen dann auch Palmar- und Plantarschmerzen, Diarrhoe und Blutdruckerhöhung kommt vor und ähnliches, aber scheint besser als die Alternative zu sein. Übersichtsartikel im New England Journal geht es um diese CAR-Therapie, chimerische Antigenrezeptoren. Und diese Strategie gibt es seit 10 Jahren. Und was man nimmt, ist, man nimmt T-Zellen von Spendern und verändert die Rezeptorkonstruktion hier, so dass der Rezeptor ein gewisses Ziel anspricht, dass diese T-Zellen dann angreifen sollen. Also dies ist eine lebendige Zelltherapie. Diese T-Zellen können sich auch vermehren. Und es ist eine ziemlich anspruchsvolle Immuntherapie für manche Formen von Krebsleiden. Und dieser chimerische Antigenrezeptor, hier ist der übliche T-Zell-Rezeptor, ziemlich komplizierter Apparat. Manches davon bleibt auch erhalten, CD28, CD3. Aber dann die Chimäre hier ist hier gebildet und die Chimäre, die überwiegend angewendet wird, greift CD19 an, was an B-Zellen exprimiert wird, aber auch an anderen Zellen im Körper. Das ist diese CD19-CAR-Therapie und wir sehen hier akute Leukämien, B-Zell-lymphoblastische Leukämie, CLL und follikuläres Lymphom und was es sonst noch alles gibt. Multiples Myelom, Plasmazellen exprimieren diesen Rezeptor nicht, aber manche Glioblastome exprimieren ihn schon. Und sogar bei pankreatischen Adenokarzinomen ist es angewendet worden. Und die Ergebnisse sind ziemlich eindrucksvoll und ziemlich spezifisch. Man könnte auch ein CAR entwickeln gegen andere Antigene. Das ist auch im Spiel, aber in diesem Review geht es über diese CD19-CAR-Strategie. Und hier sehen wir wieder, wie dieser Rezeptor dann konstruiert ist und was er alles enthält. Und dann sollen doch bitteschön die T-Zellen alles angreifen, was CD19. Es gibt auch Antikörper gegen CD19, aber die sind natürlich nicht so raffiniert wie diese aktivierten T-Zellen, die dann diese Zellen dann jagen sollen. Das ist verbunden mit dem Checkpoint. Es ist richtig. Die Strategie ist so, dass die eigenen T-Zellen ohne diesen chimerischen Antigenrezeptor angriffslustig werden. Man könnte sich auch vorstellen, man könnte diese Strategien kombinieren. Es ist auch behaftet mit Zytokin-Freisetzungssyndrom.
Und wenn, aber wir haben ja andere Behandlungen, die man dann anwenden kann gegen IL-6 und Ähnliches, wenn Patienten jetzt Zytokin-Freisetzungssyndrom kriegen. Dann der Rätselfall. Es ist nicht jedes Mal, aber manchmal weiß ich, was die Leute haben. Ziemlich selten, aber kommt manchmal vor. Es geht um einen 44-jährigen Australier. Und Outback hier bedeutet wirklich Outback. Also der ist wirklich, wirklich in der Pampa in Australien arbeitet der. Der kommt rein mit einer Geschichte von Erbrechen und Durchfall für 3 Tage. Die Australier sind auch nicht sehr freudig, arterielle Blutgase zu messen. Die haben auch eine venöse Probe hier genommen. Aber er hat ein pH von 7,29, Bicarbonat 17, hat Hyponatremie, Kalium von 2,5. Also es könnte schon sein, dass diese Diarrhoe ziemlich flott waren. Und was könnte der haben mit seinen Bauchschmerzen? Und die anderen Bestandteile der Untersuchung waren normal. Aber er hat dreckige Füße. Naja, Hyperkeratose nennt man das. Gibt auch genetische Formen von Hyperkeratose. Seine Hände würden hier nicht gezeigt, die hätte ich auch sehr gerne gesehen. Aber er hat es nicht auf den Füßen, nur auf den Füßen, sonst würde man sagen, okay, der soll lieber Schuhe tragen. Der hat es auch an den Händen. Und was macht Hyperkeratose von Händen und Füßen in einer kurzen Zeitrahmen? Und andere Bestandteile eines Krankheitsbildes. Und ist auch anämisch und man macht eine Knochenmarksbiopsie und seine rote Reihe Vorläufer sind nicht normal und man misst auch andere Sachen, C-reaktives Protein ist erhöht und Ähnliches, Urinsediment war okay und bleibt hyponatremisch und ganze Bestandteile hier habe ich gelistet, was er alles hat. Und toxische Granulierung und dann wird er schlimmer und er kriegt Neuropathie. Zusätzlich zu der Hyperkeratose an den Händen und Füßen kriegt er auch Neuropathie. Und dann bricht er aus in klarer Fall von Herpes Zoster. Das deutet darauf hin, dass Immunschwäche jetzt vorliegt und das ist auch mit diesem Krankheitsbild beschrieben. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, Hyperkeratose von Händen und Fußsohlen ist Arsenvergiftung. Dann sollte er eigentlich auch Mies Lines, diese weiße Bänder an den Fingernägeln haben. Die waren nicht vorhanden, aber vielleicht kommen die noch. Die werden vielleicht noch kommen, nämlich man konnte ihn retten. Und der hatte erhöhte Arsenspiegel im Blut und Urin. Man muss eigentlich 24 Stunden Urin messen. Ist auch nicht ganz so trivial, das zu sammeln und zu messen, um Arsen bestimmen zu lassen. Und Arsenvergiftung wird mit einer Chelattherapie behandelt. Hieß früher British Anti-Lewisite. Nämlich im Ersten Weltkrieg hat man Kampfstoffe entwickelt, die Arsen, inorganisches Arsen enthalten haben. Und die Briten haben ein Antidot dazu entwickelt, obwohl Arsen eigentlich nicht angewendet wurde als Kampfgas oder chemisches Kampfmittel. Aber British Anti-Lewisite, das Demecaprol heißt das, oder Abkömmlinge davon werden immer noch angewendet. So hat man ihn mit dieser Chelattherapie behandelt und da ist tatsächlich besser geworden. Aber ich glaube, Mies Lines wird das später irgendwann entwickeln. Und so hat man hier lauter anderen Tests gemacht. Und Arsenvergiftung von dieser Art kriegt man durch Wasserverseuchung. Und man hat hier die Arsenspiegel in seinem Trinkwasser, wo er da war in Australien gemessen, die waren hoch, aber man rechnet damit, dass 6 Wochen vorher waren sie noch viel höher. Und hier ist, das sind leider nicht seine Hände, die sind uns nicht gezeigt worden, aber hier ist auch ein Beispiel von, wie die Hände aussehen bei Arsenvergiftung. Okay, jetzt Fall der Woche, fand ich auch interessant. Kommt ein Patient rein, wahrscheinlich älter, wird uns nicht erzählt, aber der ist anämisch und im Blutabstrich sehen seine Erythrozyten aus wie Tränentropfen. Dacrozyten nennt man das. Und dann wird man gefragt, hat auch eine große Milz und eine große Leber,
steht da auch, und was soll man was tun? Und sollte man ein PET-CT machen? Oder sollte man Coombs-Test machen? Oder sollte man Serum-Protein-Elektrophorese machen? Oder Durchflusszytometrie? Und mit diesen Dacrozyten muss man tippen auf Myelofibrose und dann wäre der nächste Schritt Bone Marrow Biopsy. Und so sehen Dacrozyten aus. Und ich hätte gerne, dass Sie das behalten. Nämlich die deuten auf Myelofibrose, Myelodysplastisches-Syndrom und etc. Und das kann man im peripheren Blutabstrich auch diagnostizieren. Nächste Studie, Lancet. Total spannend. Und ich bin vom Hocker gehauen. Und weil dies so ein bisschen ein Steckenpferd von mir ist, müsst ihr jetzt mehrere Folien angucken. Man hat schwer kranke ITS-Patienten mit einem SOFA-Wert von über 4 randomisiert, wenn sie einen pH hatten von unter 7,2 zu einer Bicarbonatbehandlung, um pH auf 7,3 hochzuheben, oder man hat sie gelassen. Placebo ist ein bisschen schwer zu machen, was soll man denn infundieren, aber die Verumgruppe hat Bicarbonat bekommen. Und die andere Gruppe war die Kontrollgruppe. Und ich hätte einen Hunderter gewettet, dass dies nichts bringt. Wäre ich einen Bach runtergegangen. Und wir gucken uns diese Leute an, 194 in der Kontrollgruppe, 195 in der Bicarbonatgruppe. Dies ist eine französische Studie, die haben noch nicht mal geguckt, warum die Leute metabolische Azidose hatten. Das hat die gar nicht interessiert. Anionlücke hat sie nicht interessiert. Alles, was ein pH hatte unter 7,2, hat Bicarbonat gekriegt, solange dass sie nicht respiratorische Azidose hatten. Und sie mussten einen Bicarbonatspiegel haben unter 20. Dann haben sie genug Bicarbonat infundiert bekommen von einer 4,2%igen Lösung, sodass der pH auf 7,3 hochgehoben worden ist. Und das haben sie dann gehalten, bis die Leute entweder gestorben sind oder ITS verlassen konnten. Und hier sind die Werte. Okay, pH 7,15 in beiden Gruppen. Sieht ungefähr gleich aus. Verhältnis zwischen O2 und FiO2, beiden Gruppen gleich schlecht. PCO2 war nicht erhöht in beiden Gruppen, Bicarbonat 13 in beiden Gruppen. Beide hatten erhöhte Laktatspiegel, etwas. Kreatinkreaspiegel waren ungefähr gleich und Harnstoffspiegel waren nicht unterschiedlich. Mortalität nach 7 Tagen. Dies ist jetzt Intention to Treat auswertig. 0,07. Haarscharf vorbei, aber sieht ziemlich gut aus. Dialysepflichtigkeit, Auftreten von AKI, signifikant besser in der Bicarbonatgruppe. War ich schon beeindruckt. Guckt man das an, ob die Leute wirklich das Zeug gekriegt haben, und das haben sie gekriegt. Die Bicarbonatgruppe hat tatsächlich Bicarbonat gekriegt und in ziemlich großzügigen Mengen und brauchten weniger Vasopressoren und alles Mögliche war hier verbessert und Details müssen Sie sich selber angucken. Also hier war wieder mal der Ablauf. Inklusionskriterien sind hier, pH 7,2 oder weniger, PCO2 durfte nicht hoch sein, Bicarbonat musste unter 20 sein, SOFA-Spiegel über 4 und dann sind sie randomisiert worden zu Bicarbonat oder kein Bicarbonat und die Bicarbonatgruppe musste dann pH haben von 7,3. Bis es erhalten konnten und dann wurde Bicarbonat gestoppt. Und dann hier sind Details, pH-Werte sind natürlich höher in der Bicarbonatgruppe, PCO2-Spiegel waren eigentlich nicht unterschiedlich, Chlorid auch nicht wesentlich, Bicarbonatkonzentration war natürlich höher in den Leuten, die Bicarbonat gekriegt haben. Die Natrium ist auch ein bisschen höher, es ist ja schließlich Natriumbicarbonat und 4,2%ige Bicarbonatlösung ist, ich habe auch irgendwo schnell ausgerechnet, wie viele Millimol das sind. Also 4,2% Natriumbicarbonatlösung ist 0,5 Millimol pro Milliliter. Und so kann man so dann errechnen, wie viel Bicarbonat in Millimol, so ungefähr 500 Millimol Bicarbonat pro Tag. Gleiche Menge an Natrium natürlich. Und
Dann hier sind die Werte. Cumulative probability of survival 0,09. Aber wenn man es ausrechnet bezüglich, was die Leute in Wirklichkeit gekriegt haben, war es sogar signifikant. Und dann kann man sich die unterschiedlichen Skalen hier angucken. Bicarbonat hat Kontrolle zu meinem Erstaunen geschlagen. Und Renal Replacement Therapy, ob man dialysepflichtig oder nicht, war auch ein ganzes Stück weniger in der Bicarbonatgruppe. Nebenwirkungen, sie haben nicht Lungenödem gekriegt haben, sie haben nicht Hypernatriämie gekriegt und andere Sachen, die einem einfallen würden, waren auch nicht der Fall. Dann nächste Studie im Lancet geht es um, kann man Leute, ältere Leute, Leute in meinem Alter sind halt multimorbide und haben mehrere Sachen auf einmal los. Kann man denen irgendwie helfen, wenn man alle Gesundheits zur Verfügungsteller mit einbezieht, die Schwestern und die Pharmazeuten und die Ärzte, wenn die alle zusammenarbeiten, dann müsste es doch besser werden. Und die Anwälte, die kommen auch dazu, um zu sehen, dass die Versicherungskosten stimmen und ähnliches. Und das ist, hier sind die Leute dann, die Praxen sind hier randomisiert worden. Kann man sie in Schottland und war alles sehr lieb gemeint. Aber kam relativ wenig dabei raus. Obwohl die Patienten haben sich besser betreut gefühlt. Aber andere Interventionen, Lebensqualität oder Belastung der Krankheit oder solche Sachen waren nicht signifikant unterschiedlich. Aber die Patienten haben sich besser betreut gefühlt. Das ist schon etwas. Dann, hier ist man. So wird sich die Versorgung bewegen. Es geht um die Entwicklung von einem App, so dass der Patient nach ziemlich großer Operation sich dann sein App konsultieren kann, um zu sehen, was er da machen sollte, anstatt dass einem Arzt oder das Personal ihm das erzählt. Und meine liebe Frau guckt ja andauernd in ihren Wetter-Apps, da können die Leute diesen App hier angucken und was da alles beinhaltet, ist da dargestellt. Und dieser App hat tatsächlich dazu geführt, dass die Leute, war auch statistisch signifikant, leider ist dieses Dia ein bisschen auseinandergefallen, weiß ich nicht genau warum, aber dass die 2 Tage früher dann wieder zu ihren üblichen Aktivitäten sich bewegen konnten. Und so scheint dieses App hilfreich zu sein. Und Social Participation, ob sie wieder eine soziale Umwelt reingepasst haben, das hat sich auch verbessert. Und so teuer war das App auch nicht. Also das App war ein Renner. Dann die Übersichtsarbeiten im New England Journal. Es geht um idiopathisches nephrotisches Syndrom bei Kindern. Sollte jeder, der Nephrologie interessiert ist, sich angucken und wie man das abgrenzt von anderen glomerulären Erkrankungen und ähnliches, sollte man sich angucken und ob sie dann mit Steroiden besser werden, ja oder nein, oder ob sie abhängig sind von Steroiden oder sogar resistent sind. Und dann hier ist Differentialdiagnose und was alles sonst noch in Frage kommt, ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind noch andere Sachen. Diese Sachen muss man dann alles ausschließen. Und die Inzidenz davon in unterschiedlichen Teilen von Europa und in anderen Ländern oder Nordamerika sind hier auch gegeben. Wie viele steroid-sensitiv sind und wie viele steroid-resistent sind, ist dann, und die Vorstellung, und da hat sich nicht sehr viel bewegt. Die T-Zellen werden immer noch für gültig, für schuldig erklärt. Könnte man sich auch vielleicht andere Therapien, gibt's auch, und was man alles machen kann, wenn Steroide alleine nichts, Rituximab ist auch da, obwohl das gegen B-Zellen gerichtet ist und Tacrolimus und Cyclosporin und ähnliches Cyclophosphamid werden auch bei diesen Patienten angewendet und Protokolle dazu sind hier abgebildet und können sich dann selber angucken, wenn sie mit diesen Patienten zu tun haben. Sepsis und Schock. Immer eine gute Übersicht, sollte man lesen, wenn man jetzt auf ITS geht und die, was die Sofa-Skala ist und wie man diese Patienten bewertet und
was die alles haben könnte und unterschiedlichen Infektionen, die hier in Frage kommen, um das auszulösen, und die Empfängergenetik und die pathogenassoziiertes molekulare Muster. Pumps spielen hier eine Rolle, und alt zu sein ist immer schlecht, und Umwelt ist, muss man auch mit einbeziehen, und das sollten Sie sich auch mal angucken. Und jetzt haben wir ja auch gelernt, dass wenn die Leute ein pH haben unter 7,2, sollte man bei denen wahrscheinlich die Kamera angehen. Dann, hier ist ein Neugeborener, dem geht es nicht so gut nach der Entbindung, hat auch Atemnot und alles Mögliche, Darmgeräusche im Thorax, wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Und die Hälfte seines Darminhalts muss auf der linken Seite sein, weil die rechte Seite ist ja die Leber und ähnliches. Herz ist nach rechts verschoben. Und was ist das? Und kommt im Prinzip nur eine Hernie im Diaphragma in Frage. Man hat auch ein lösliches Kontrastmittel da reingetan, und das ist alles im Thorax. Und das ist eine Bogdalek-Hernie. Und hier ist ein offener Foramen von Bogdalek, das dafür verantwortlich ist. Und dann muss man clevere Kinderchirurgen heranziehen, die das lösen können. Und hier ist die Anatomie dazu abgebildet. Damit sind wir am Ende. Und ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Und dann nächste Woche geht es mit der Spannung weiter.